Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Paletto-Partnern wurde in einer der Ölverarbeitungsanlagen im Region Kiew neben der bestehenden Granulierungslinie für Sonnenblumenschalen ein Projekt zur Schrotgranulierung mit einer Kapazität von 5 Tonnen pro Stunde umgesetzt. Die vertikale Struktur des Gebäudes ermöglichte eine kompakte Platzierung der Schrotgranulationsanlage neben der zuvor installierten Granulierungslinie für Sonnenblumenschalen. Abfälle aus der Erdölförderung, also Schrot, werden über ein Förderband zum Sammelbunker BV45 transportiert. Das vorbereitete Rohmaterial aus dem Sammelbunker wird zum GT500D-Granulator geliefert, wo der Granulationsprozess stattfindet. Das fertige Granulat wird in den GTO19X19-Kühlschrank überführt, wo es auf die erforderliche Temperatur abgekühlt wird und die erforderliche Festigkeit erhält. Anschließend gelangt das Granulat zum GTP-Sieb, wo hochwertiges Granulat von kleinen Partikeln getrennt wird. Nach diesem Prozess wird das Granulat über Transportelemente in das Fertigproduktlager transportiert. Die Spezialisten von Paletto führten die Montagearbeiten durch und überwachten jede Phase der Umsetzung, auch von der technischen Seite. Die Granulierlinie der Marke Grantec ist vollständig automatisiert und in das gesamte Anlagenmanagementsystem integriert und mit dem Betrieb der Extraktionsabteilung, des kapazitiven Lagerbereichs und des Heizraums verbunden. Wenn Sie Fragen oder Bedenken haben, kontaktieren Sie uns bitte unter der angegebenen Telefonnummer.